Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Bell, die Nummer 1 auf dem Grill. Mit Unterstützung von Weber. Die Grillparty des Sommers ist los. In einem Duell auf Zeit buhlen die Promis um die Gunst einer dreiköpfigen Jury, bestehend aus Stilikone Clifford Dilly, Bobfahrerlegende Hausi Leutenecker und Starköchin Meta Hiltebrand. Die Kandidaten sind auf sich allein gestellt, aber für den Notfall gibt es einen Grillchef. Der greift nur ein, wenn die Gesundheit der Jury gefährdet ist. Wer mit seinem Gericht überzeugt, gewinnt die goldene Servola. Auf Schloss Schwandeck im Kanton Zürich haben sich zwei Promis zum ersten Grillduell dieses Sommers eingefunden. Er kann am besten schnell die Richtung ändern. Slalom heißt seine Passion. Ramon Zehnhäusern ist auf Platz 4 der Weltrangliste. Bei seiner Größe von 2 Metern braucht er maßgeschneiderte Skischuhe. Mittlerweile hat der 28-Jährige so einiges an Medaillen zu Hause hängen. Gold, Silber, alles mehrfach da. Sein Birreweich wurde Kult. Seine Gegnerin schlängelt sich durch die ganze Welt. 2011 brachte sie es bei die größten Schweizer Talente auf Platz 2. Nach Auftritten in Paris, Berlin und Tokio bekam Nina Buri dann eine Weile beim Zirkus Knie als Schlangenfrau ihren Platz in der Manege. Aber sie ist auch als Model unterwegs. Dafür hat sie eine Weile in den USA gelebt. Erst seit kurzem lebt sie wieder in der Schweiz. Nina, auf der Bühne magst du zwar goldig sein, aber die goldige Servola passt dir perfekt in meinen Trophäenschrank, drum pass auf. Ramon, auf der Ski bist du ja ein Sass, aber am Grill ist die Schlangenfrau unschlagbar. Wenn das nicht starke Kampfansagen sind. Für die beiden Sportskanonen hat Grillchef Oliver Niagui ein sportliches Menü parat. Hallo miteinander. Hallo. Nina, Ramon, Slalom gegen Schlange. Wir grillieren heute, oder ihr grilliert heute, Surf and Turf, Little Tender mit marinierten Riesengrövetten. Dazu Fächerkartoffeln, Kräuterbutter und Knobli-Aioli. Surf passt eigentlich zu mir. Ich tue gerne Windsurf und Kitesurf. Von da ist das sicher ein passendes Menü für mich. Sie kennen nur Tenderboot von Kreuzfahrtschiff. Aber als Fleisch oder Fisch, ich wirklich nicht gewusst, was es ist. Ich habe das schon mal vorgekocht für euch, als kleine Idee. So könnte das aussehen. Die Kombination zwischen Fleisch und Fisch habe ich jetzt noch nie so gesehen. Aber ja, doch, die Gröwetten haben mich sehr abgemacht. Ich würde sagen, legt los, die Zeit läuft. Also Nina habe ich schon vorher gekannt. Ich war immer extrem beeindruckt, wie beweglich und flexibel sie ist. Ja, was sie für Moves drauf hat. Ich bin gespannt, ob sie im Kochen auch so Moves drauf hat. Nina, für dich das Fleisch. Merci. Für dich ebenso. Und die restlichen Zutaten sind in den Körbchen auf der Seite. Viel Spass. Super, danke schön. Ich habe keinen Plan für heute, weil ich keine Erfahrung mit dem Fleisch habe. Und keine Erfahrung mit Herdöpfen. Ich weiss nur ungefähr, wie ich es machen könnte. Aber vielleicht ist es so ganz falsch. Also, ich probiere einfach alles aus, aber kein Plan. Ramon, hast du alles gecheckt? Ja, ich habe nicht gewusst, dass Tender ein Fleisch ist. Also. Ich sowieso keine Ahnung. Vor allem weiss ich auch nicht, wann ich es rein tun muss. Vielleicht ist es jetzt zu früh, aber ich mache es jetzt trotzdem. Ja, in einer Stunde Zeit haben, das ist ja schön so nachher. Ich will es nicht eine Stunde lang. Ich tue sie jetzt mal klein und kommst du raus? Eigentlich hat der Herdöpfel am längsten. Man müsste eigentlich zuerst auf den Grill, bevor ich das Fleisch mache. Und so hat der Grillchef das Gericht zubereitet. Zunächst hat er sich um eine Marinade für die Garnelen gekümmert. Und dann die Kräuterbutter für die Kartoffel. Die hat er als Fächer aufgeschnitten und dann kommt sie mit der Butter auf den Grill. Nun ist das gewürzte Petit Tender an der Reihe. Die Aioli kann schon auf den Teller, denn die Garnelen haben die kürzeste Garzeit. Sie kommen als letztes auf den Grill. Bei dem Petit Tender handelt es sich übrigens um ein Stück aus der Rindschulter, was einem Filet durchaus ebenbürtig ist.
Kann man Alufolie direkt auf den Grill tun? Natürlich kannst du Alufolie auf den Grill tun. Okay. Aber viel besser wäre, wenn du Herdöpfel in Backpapier reinpackst, weil Aluminium oxidiert mit Lebensmitteln und ist nicht gesund. Oh, also ich muss es auspacken in Backpapier. Also, du kennst ihn, ist heiß. Ja, genau. Hat den Grill so an sich. Was ich... Hast du das gewiss? Es gibt ein Paprika edelsüß und ein Paprika geräuchert. Ja, also nein, ich habe es nicht gewusst. Das wiederum hätte man sich denken können. Wenn man schon keine Erfahrung mit Kartoffeln hat, dann ist Wissen über verschiedene Paprikagewürze sicher etwas viel verlangt. Ramon, weißt du wie viel? Das heißt sicher nicht. Hast du deine Herdöpfel schon drauf? Ja. Okay. Ja, ich gehe. Aber wie lange? Herdöpfel kann man natürlich genauso Thermometer reinstecken. Das heisst so 90 Grad. Dann wäre es perfekt. Mit was machst du Krevet-Marinade? Mit Öl, oder? Ja, vielleicht so ein bisschen Paprika und so Zeugs, oder? Mit Schuss. Ramon, so langsam das Fleisch auf den Grill. Ja. Schraub die Seite etwas höher, du bist relativ tief. Schon. Mhm. Okay, danke schön. Müssen wir hier so machen? Krusten? Immer. Macht mir nicht Angst, ich habe alles falsch gemacht, wahrscheinlich mit dem Fleisch. Das perfekte Fleisch grillieren. Am Anfang hohe Temperatur, direkte Zone anbraten, die äußere Schicht schliessen. Nachher tun wir das Fleisch auf die indirekte Zone. Da braucht es Geduld. Je mehr Zeit das ihr am Fleisch gebt, umso schöner ist das Endresultat. Jetzt in diesem Fall um die 58 Grad Kerntemperatur. Benutzt den Thermometer, dann sind wir immer auf der sicheren Seite und euer Fleisch wird perfekt. Was ist denn das da? Ist das nicht Muskatnuss? Genau. Also ich kenne den Anstoss, den Muska-Champis, aber so eine Nuss habe ich jetzt noch nie gesehen. Ich habe keine Ahnung, was mit denen arbeiten kann. Sonst noch Fragen? Ich weiß einfach nicht, was das Aioli. Also Kräuterbutter weiss ich, das sind Kräuter und Butter. Aber Aglio, keine Ahnung. Noch nie gehört? Nein, also Aioli. Aliolio? Ja. Spaghetti Ali Olio. Genau. Aber Ali Aioli. Oh oh, lieber noch ein bisschen liegen lassen und sich um die anderen Zutaten kümmern. Die Garnelen zum Beispiel. Bei den Crevetten ist es ganz wichtig, dass ihr die am Anfang kurz scharf anbratet, nachher auf die Seite die tiefer Temperatur. Wenn ihr die zu hoch, zu lange erhitzt, verdampft das ganze Wasser. Die Crevette wird zäh. Und da macht keinen Spass zum Essen. Ist das eigentlich die Dauer, die nachher präsentiert? Ja, ich glaube schon, oder? Ist das... Oh, okay. Scheiße, das ist schon jetzt ein Schuss. Hast du gerührt? Jetzt schon dritter? Ja. Okay. Die haben natürlich nicht gewusst, dass nachher alle Soßen ausläuft, oder? Und dann musste ich zuerst mal mit Dauer putzen. Also, das war eigentlich eine Katastrophe. Aber ich bin erstaunt, dass es irgendwie doch noch relativ gut rausgekommen ist. Ich habe dann probiert und dachte, oh, okay. Dann habe ich das geschafft. Gut, dass das schon geschafft ist, denn drei Viertel der Zeit ist schon um. Es geht in den Endsport. Wie lange muss man die Crevette drauf haben? Hast du Ahnung? Die Crevette können wir eigentlich auch wieder Temperatur messen. Was meinen da? So. 55, 56 Grad, dann sind sie perfekt. Pickelhärte Herzen. Ja, ich auch. Pickelhart. Ja, ich habe so, ich tue ja auch schon das Bad auf, das sollte ja nicht eigentlich. Polohärt. Keine Ahnung, wie das Fleisch ist. Das Problem ist aber, wenn ich jetzt das Fleisch aufschneide, dann verlierst du den Saft. Das habe ich schon gemacht. Ja. Oh, du hast recht. Ich habe den Saft nachher in die Küderkübel genommen. Ich habe keine Ahnung, ob das Fleisch noch roh ist oder ob es schon Schüssola ist. Die Härte sind auch relativ hart, aber die habe ich viel zu spät auf den Grill getan. Tja, der Grillchef hatte die Kartoffel vor dem Grillieren eingeschnitten. Dann wird sie auch schneller gar. Das heisst jetzt Fächerkartoffeln. He? Das sind Fächer. Übrigens, die letzte Minute ist angebrochen. Alles mal auf den Grill geschossen und am Schluss nehme ich das drauf, wo genug durch ist oder wo noch nicht verbrannt ist. Ja. Ach Scheiße, dieses Steinpinkelherd. Das will keine Sau essen im Fall. Ich bin ein bisschen in Panik wegen dem Herdöpfel. Ach, die Jury ist hart im Nehmen. Oh, der Ramon ist eigentlich. Oh, eigentlich ist das jetzt vorbei. Nein. Was auf dem Tower ist, wird probiert als andere. Sorry, Ramon.
Der Ramon hat die Zeit nicht richtig eingehalten. Wenn ich darüber nachdenke. Und so sieht der regelkonforme Teller von Nina Buri aus. Und so das betrügerische Werk von Ramon. Wenn es was zu essen gibt, ist die Jury nicht weit. Hausi Leutenecker, Netta Hildebrand und Clifford Lilly sind auf dem Weg zu den pickelhärten Erdäpfeln. Liebe Jury! In der Zwischenzeit hat der Grillchef die Gerichte auf den roten und grünen Tellern für die Jury auf je 3 Portionen aufgeteilt. Hunger habe ich. Wann hast du mal keinen Hunger? Ich habe immer Hunger. Ich esse 2 Wochen vorher nicht mehr. Oh mein Gott. Ja, Saluti. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Gute. So. Jetzt schauen wir, ob das Essen mithalten kann mit dem Wein, oder? Ja, der ist wichtig. Perfectly done. Husi, alles gut? Gut. Ach, jetzt fährst du durch, ja? Ich habe das Gefühl, er hat es ein bisschen plump gemacht, aber Kräuterbutter ist ihm nicht so schön gelungen. Das ist irgendwie so runtergelaufen, es waren alle Kräuter auf der Seite. Not bad, oder? Nein, Kräuter. Hat also nichts auf dem Teller, das man nicht essen will. Also von dem her schon mal ein grosses Kompliment. Das ist ein Kompliment. Wir sind ja nicht die Grillprofis, gell? Also ich hatte viel mehr Kritiker erwartet. So, das Fleisch. Sind ihr ready? Ja, aber ich bin ready. Vielleicht sind die Erdäpfel gar nicht so schlimm gewesen, aber das können die Kandidaten ja eh gar nicht richtig beurteilen, weil sie ja wie selbst gesagt keine Erfahrung mit Erdäpfeln haben. Von daher ist das Ergebnis völlig offen. Also mir hat es sehr gut geschmeckt. Bravo, hat es auch gut ausgesehen. Aber da muss ich sagen, der grüne Teller, wenn immer das gemacht hat, hat ein bisschen mehr Stil. Das Fleisch war schön geschnitten, gelegen, die Sauce schön da drüber und die Kartoffeln schön gefächert. Es hat einfach ein Müh besser ausgesehen als der rote Teller. Deswegen habe ich den grünen 8 Punkte und den roten 7 Punkte gegeben. Es war sehr gut. Ich muss einfach sagen, im roten sind die Erdäpfel nicht durch. Aber man kann eine gute Note geben. Es war beides sehr gut. Der Tag ist für mich gerettet. Und die Noten sind so. Ja, also ich gehe ein bisschen mehr ins Detail natürlich in der Bewertung. Aber ich glaube, wir haben ähnliche Emotionen, wenn wir die Teller anschauen. Wenn ich den roten Teller anschaue, und man muss vielleicht wirklich zuerst sagen, sie sind eigentlich wirklich beide sehr, sehr gut. Und die haben sehr nah aneinander eigentlich gekocht. Also sprich, von der Garstufe her habe ich einfach beim Roten einen Abstrich bei den Herdöpfeln und beim Fleisch. Also das Fleisch ist bei mir ziemlich durch und der Herdöpfel leider roh. Er ist aber sehr gut abgeschmeckt. Ich finde, das ist wahnsinnig wichtig. Geschmacklich ist es mega auf den Punkt. Also von dem her gebe ich am roten Teller, und ich glaube, für mich ist das wirklich grosszügig, gebe ich am roten 7. Und komme zum Grün. Ich muss sagen, Grün ist für mich ziemlich restauranttauglich. Sowohl die Garstufe von der Grevette und vom Fleisch. Dazu die Herdöpfel, die auf den Punkt sind. Die Butter, die gut dazu gemacht ist. Ich glaube, der einzige Abstrich, den ich machen würde, ist, die Kräutchen sind einfach nicht schön geschnitten. Aber das ist jetzt einfach, damit ich etwas gefunden habe, zum rummeckern. Und darum gibt es bei Grün grosszügige 9 Punkte von mir. Yes, I'm the winner of the day. Hallo! Bravo! Gratuliere! Es sind nur wenige Punkte, aber er gewonnen. So ist es halt im Leben. Im Skirennen geht es um 100 Sekunden, oder? So war es. Ja, schlussendlich bin ich stolz, dass ich die Bratwurst heimnehmen konnte. Das ist jetzt wirklich eine coole Sache. Ramon Zennhäusern hat eine neue Trophäe für seinen Trophäenschrank. Und Nina Buri hat endlich Erfahrung mit Erdäpfeln. Eine Win-Win-Situation. Voilà. Nächstes Mal bei Die Promi-Griller. Anna Kenzig und Florian Ast können zusammen ein ganz neues Lied singen. Grillierig wird's schwierig. Ich verbinde nichts Chilliges mit Grillen. Okay. Nein, meine Rösti. Katastrophe. Hast du ja gesagt. Es tut mir jetzt schon leid für die Jury, weil es muss essen. Ja.
Mach mit beim Promi-Griller-Wettbewerb und gewinne einen Gutschein für Grillspezialitäten von Bell im Wert von 200 Franken. Schweizer Promis bezeichnet man auch als A. Servela-Promis oder B. Bratwurst-Promis. Sende eine SMS mit dem Kennwort Griller A oder Griller B und deine Adresse an die Zielnummer 4636, eine E-Mail an griller@sat1.ch oder rufe uns an unter 0901 30 50 88. Teilnahmeschluss ist der 17. Juni. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Bell, die Nummer 1 auf dem Grill. Mit Unterstützung von Weber.